3, 2, 1, 0. Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Kip Supernova und heute, ja, ihr hört es schon am Klang und vielleicht auch am Bild. Wir sind heute nicht in einem Game oder in einem Trickfilm, sondern in meinem Büro, in meiner Firma. Ich habe erzählt, dass ich eine Firma habe. Das ist nicht einfach nur so ein Geschwätz gewesen, sondern ich habe tatsächlich einen Comic-Verlag, beziehungsweise einen Verlag, wo echte Printmedien, also sprich Bücher und Comics, herausgibt. Und zwar in Eigenproduktion. Also was ich selber zeichne und schreibe, möchte ich auch selbst herausbringen, beziehungsweise habe ich ja schon herausgebracht. Wir stehen im Moment in einem recht leeren Raum. Das war früher mal ein Gemüseladen. Der ist noch relativ ungenutzt in diesem Bereich. Da habe ich den Boden neu machen müssen in diesem Bereich. Das soll der Bereich Entwicklung geben. Also hier werden dann neue Geschichten, neue Bilder und so weiter. Also was heißt neue Bilder? Also weil ich jetzt zeichne, ja, und schreibe, entwickelt. Auch hier so in dem Bereich. Ihr seht schon, also die letzte Comic-Veröffentlichung, wo ich hatte, die ist schon ein Weilchen her. Die ist von, ja, dieses Bild ist jetzt von 2014, aber es war schon einige Jahre her. Thema so Country-Style-mäßig. Ja. Die, wo hier sitzen, das sind die Matschfrösche. Das ist mein Logo. Das habe ich mir auch als Stofftier machen lassen. Die verschenke ich bei, wenn Messen sind. Ich war ja bisher auf einer Messe, die Gewerbeschau hier bei uns im Ort. Verkaufe sie auch regulär in meinem Shop. Bisher habe ich nur einen eBay-Shop. Oder ich tue sie auch in Pakete rein, wenn besonders viel bestellt wird, wenn besonders große Pakete. Dann kommt es auch als Bonus dazu. So, in diesem Bereich, das ist der Lounge-Bereich. Also hier ist auch relativ übersichtlich. Da, meine Regenjacke tue ich mal weg. Ja, da kann man Gäste empfangen zum Besprechen, irgendwie Geschäftsgespräche. Und ja, hier ist auch noch relativ leer. Das soll sich aber bald ändern. Übrigens, alles, was man an der Wand da sieht, sind alles Bilder von mir. Stellweise von Comic-Projekten, also hier Projekt Dinosaurier, ist momentan noch ein bisschen top secret, unter Verschluss. Das war zu keinem Comic-Projekt, das sind einfach mal die Hauptfiguren aus meinen Comics, ja, beim Spielen. das sind so die beiden Comic Veröffentlichungen, Formate, wo ich, also Matsch Frosch ist ein Format, aber das wird sich in Zukunft auch ein bisschen ändern. Ich habe da was geändert, aber das kommt vielleicht später. Ich will heute nur mal die Räumlichkeiten zeigen. Das sind ältere Comic-Verfilmungen, Veröffentlichungen, wo von mir sind. Also The Perfect Day, Glitter, das ist ein Fantasy-Comic. Und hier ist der Endless Surfer Summer, wobei das momentan alles in der Remake-Phase ist. Aber dazu, wenn es euch interessiert, spreche ich gern anders mal drüber. Ein Roman, wo ich rausgebracht habe, Gregory, nicht von dieser Welt. Hier auch wieder der Matschfrosch als Logo und das ist so die Hauptfigur Gregory. Also wen es interessiert, ich habe den Link zu meinem eBay-Shop unten in der Videobeschreibung. Kann dann gerne mal reingucken oder auch mir schreiben. Als Deko nehme ich gerne diese Dinos. Das sind übrigens Dinos, die gab es früher bei Toys R Us, Gott hab selig. Toys R Us gibt es ja leider in Deutschland nicht mehr. Diese schönen großen Dinos, für gerade mal 10 Euro das Stück. Die sind also ganz toll. Das sind sozusagen die Hauptfiguren, die wo hauptsächlich in meinen Comics vorkommen, vor allem er hier, Patrick Taylor. Um den ranken sich sehr viele Geheimnisse, weil er in allen Comics irgendwie vorkommt oder vorkommen soll. Aber ich möchte da noch nicht so viel verraten. Und das ist sein Bruder Milton. Auch da gibt es noch viele Geheimnisse. Ihr seht ja, es sind Piraten.
aber will noch nicht so viel verraten. So, im Eingangsbereich sieht man auch hier wieder das Logo und Matchfrosch in Lippensgröße. Auch hier. Ja, das ist alles noch so ein bisschen übersichtlich. Hier sind die Plakate von meinen Events, die ich gemacht habe. Der Matchtag für Kinder, das ist so ein bisschen eine Zukunftsvision, Matchspielplatz bzw. das Projekt Schleim Planet, das ich ja schon öfters irgendwo mal angesprochen habe. Also das ist kein Witz, das ist wirklich eine, ja, so ein Traum, wo ich habe. Ich verkaufe auch deswegen solche Sachen hier. Alles, was mit Baden zu tun hat, beispielsweise Schleimbad, das gibt es leider so gar nicht mehr zu kaufen. Jedenfalls in meinem Großhandel, da hat sich ja viel geändert, weil es kommt aus England und das deutsche Pendant, also von Schleimbad oder Jellybad, ist Libby. Das kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Das verkaufe ich auch und das verkaufe ich auch am Matchtag. Aber meine Vision, mein Traum ist, so eine Art Schwimmbad oder Freizeitbad zu machen, eben mit solchen Schleimbadbereichen. Das nette Boot und diesen kleinen Rutschdinosaurier, das ist nicht nur Deko für hier, das ist auch richtig genutzt worden an den Matchtagen, wo ich dann das alles aufgestellt habe. Da war dann Wasser drin und Glibi und alles Mögliche. Ich habe auch Planschbecken und alles Mögliche hinten halt im Lager. Ja, hier sieht es ein bisschen leer aus. Da werden immer die neuesten Comics präsentiert. Ist jetzt halt momentan ein bisschen übersichtlich, weil ich momentan auch nicht so viel zum Arbeiten gekommen bin. Aber das soll sich ja ändern. Ja, jetzt die Frage, warum mache ich das Video, warum zeige ich das? Das hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar, ich habe schon länger vor zu erzählen, auch wir gehen zu den Matschfröschen hin, das besser für den Abschluss. Ich habe schon öfters vor zu erzählen, was ich so mache, weil das einfach eine Leidenschaft von mir ist, schon immer gewesen ist. Ich war immer frustriert darüber, dass Verlage die Bücher und Comics ablehnen, oh, passt nicht in unser Verlagsprogramm, bla bla bla. Und klar, man kann auch im Internet veröffentlichen, aber ich mache das gerne so. Wer mehr darüber wissen will, was das heißt, einen Verlag zu gründen, einen Verlag zu führen, es gab ja schon größere YouTuber, die Hunderttausende von Abonnenten haben, die das als Community-Projekt schon hatten. Wir schreiben ein Buch zusammen und mit ISBN-Nummer hin und her, tritratralala und so weiter. Aber wenn euch das Thema richtig interessiert, dann fragt gerne mich, weil ich beschäftige mich halt in Anführungszeichen hauptberuflich damit. Also es ist bei mir nicht nur eine YouTube-Challenge, eine Wochen-Challenge oder so ein Selbstexperiment, sondern es ist halt etwas, was ich mir hier aufbauen möchte und halt auch richtig, wenn es geht, Geld damit verdienen möchte und das halt auch richtig machen möchte. So, das war's. Ich bin Keep Supernova. Der Name wird übrigens bald meiner Firma als Trademark gehören. Also der Name, der Künstlername und auch der Charaktername ist da. Genau noch ist es, kann ich euch ja gerne gesondert erzählen. Wie heißt denn meine Firma? Meine Firma heißt Muddy Frog Pond Comics. Gerne googeln, gerne auf die Website gehen. Hier ist das Logo ein bisschen neuer, ein bisschen moderner, ein bisschen schöner. Warum Muddy Frog Pond Comics? Das erzähle ich gerne auch ein anderes Mal. Jetzt muss ich arbeiten. Ich arbeite nämlich gerade an einem neuen Comic über surfende Dinosaurier. Das war's. Bleibt neugierig, bleibt gesund und danke fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.